Hätte ich früher in meiner Emo-Phase gewusst, dass man Wimperntusche als schwarzen Lippenstift verwenden kann, wäre mein Leben so viel besser gewesen. Oh mein Gott! Hey Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Ich schaue mega fertig aus. Ich bin erstens ungeschminkt, zweitens habe ich voll wenig geschlafen heute Nacht und drittens bin ich krank. Auf jeden Fall hat mich die Patty vom Kanal Patty Social gefragt. Die judge mich nicht. Auf jeden Fall hat mich Patty gefragt, ob ich mit ihr eine kleine Collab machen möchte. Und ich war erstmal so, nö. Auf jeden Fall hat mich Patty gefragt, ob ich mit ihr eine random Make-up-Challenge machen will. Ich besitze kaum Schminkzeug. Und jetzt habe ich hier so einen ganz traurigen Stapel an Make-up-Gegenständen. Und ich habe hier zwei Schüsselchen. Also eine Schüssel. Ich weiß gerade nicht, welche von den beiden. Aber eine von den beiden Schüsseln beinhaltet eben Zettel, wo Make-up-Gegenstände umstehen. Und die andere Schüssel hat Zettelchen, wo Gesichtspartien oben stehen. Dieser Haufen von Schminkutensilien ist so richtig traurig. Ich bin froh, dass ihr das nicht sehen könnt. Bockt richtig. Also ich fange jetzt an. Also hier einmal Wimpern. Wimpern und Eyeliner. Patty. Das Witzige ist, wenn ich mich selbst schminke, dann schminke ich mich höchstens mit Wimperntusche und ein bisschen Augenbrauenfüller. Ja, aber es funktioniert echt gut. Schau mal. Sieht sonst auch nicht krass anders aus. Mir ist gerade einfach aufgefallen, dass ich beim Wimperntusche auftragen immer so hässlich das Gesicht verziehe. Bitte sagt mir, dass ihr das genauso macht, wenn ihr euch schminkt. Okay, nächster Zettel. Lippenstift auf. Bitte irgendwas Nettes. No! Ich muss Lippenstift auf mein Lid machen. Das ist hier so der krasseste. Okay. Geil. Das sieht gar nicht so scheiße aus, gell? Gerade kaputt gemacht, Alter. Ach, komm schon. Das eine war so schön und das andere ist jetzt so übelst hässlich geworden. Aber ich kann es ja ein bisschen verblenden, oder? Oh. Verblendet. Ihr wollt immer schon mal in einem Video verblenden sagen. Verblenden. Nice. Jetzt machen wir weiter. Ich ziehe jetzt... Ich habe ein Zettelchen. Wimperntusche. Mann, ist das schlecht einfach. Ich muss jetzt einfach Wimperntusche auf meine Euler. Ciao. Wow. Das funktioniert einfach überhaupt gar nicht. Oh, doch. Oh mein Gott. Ich schau so richtig, richtig grimmig. Schaut das gerade aus. Hätte ich früher in meiner Emo-Phase gewusst, dass man Wimperntusche als schwarzen Lippenstift verwenden kann, wäre mein Leben so viel besser gewesen. Oh mein Gott. Holy moly, guacamole, aber... Foundation. Foundation auf die Wange. Also ich habe hier noch sowas. Ich verwende dieses Zeug halt einfach nicht. Ich weiß gar nicht, warum besitze ich das. Aber das ist cool. Das macht echt Bock mit dieser Pinsette. Ich habe sogar sowas. Diesen Beauty Blender. Aber den billigen. Dann beginnt ihr. Das so richtig schön hier, ja... Genau, hier so auf die Wangen. Mhm. Und dann am besten so viel davon, dass man nichts mehr von den Sommersprossen sieht. Es ist wichtig, die Foundation nur auf die Wangen zu machen, denn das macht dieses gewisse Etwas mit eurem Gesicht. Ja, Mann. Das nächste, Highlighter. Oh, einfach jetzt ein Scherz, dass ich mal Highlighter auf meine Pickel machen muss. Wow, ihr müsst aufpassen, wenn ihr eure Pickel highlighten wollt. Beginnt eher mal mit ein bisschen... Zu viel. Wo sind meine Pickel? Ja. Tupf, 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 tupf. Und dann geht er so richtig schön auf den Pickel. Alter, das ist so Story of my life. Mhm. Also wir tun jetzt einfach so, als wäre das völlig normal, was hier gerade passiert. Mein nächster Zettel sagt, Mattpuder, top. Und zwar kommt es Mattpuder. Sowas habe ich. Voll krass, oder? Wir arbeiten das Mattpuder jetzt auf meine Wangenknochen. Nie zu wenig. Ein bisschen abklopfen, dass es doch nicht zu viel ist. Und dann sucht ihr die Wangenknochen am besten so. Ja. Mhm. Dann geht's weiter auf jeden Fall mit Lidschatten. Und zwar kommt der Lidschatten auf die Haut.
Also so wie Foundation. Top. Seid ihr bereit? Hier kommt meine krasse Lidschattenpalette. Tada! Hier fehlt auch schon was, sieht man. Ist gar nicht rausgebrochen. Wow. Am besten nehmt ihr dann nochmal euer Schwämmchen und verblendet das mit dem Mattpuder und allem. Oder verzichtet gleich auf den Pinsel und nehmt euer Schwämmchen und tupft das so drüber. Weil es ist eh egal. Ich sehe einfach aus wie eine Leiche. Und ich weiß nicht, das ist ein guter Look für Halloween. Gut ist es auf jeden Fall auch immer, wenn eure Nase so richtig gehighlightet, also so hervorgehoben wird, durch die Farbe Rostbraun. Jetzt habe ich noch 3 Zettelchen. Ich habe noch Augenbrauenfüller. Wenn jetzt Augenbrauen kommen, dann ist es echt lame. Oberes Lid! Das hat doch ziemlich gut funktioniert, oder? Also kann man schon mal klatschen. Der vorletzte Zettel ist Bronzer. Und in Bronzer mache ich auch meine Augenbrauen. Macht natürlich voll Sinn. Und den trage ich auch immer mit dem gleichen Pinsel auf. Also ich habe eigentlich nur so 2 Pinsel. Und dann nehmt ihr halt so den Bronzer für eure Augenbrauen. Und der Bronzer verleiht einfach euren Augenbrauen so das gewisse Etwas. Also es macht so voll den 3D-Effekt. Der letzte Zettel. Concealer. Auf die Tränensäcke, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ich glaube, ich habe das hier unten gemeint. Dann nehmt ihr nochmal entweder euren Finger oder nehmt einfach euer Schwämmchen und dann könnt ihr auch nochmal so tuff, tuff, tuff. Oh mein Gott, schaut euch das an. Das ist magisch. Wer es liebt, Hände hoch. Ich lieb's. Mein absoluter Lieblingspart ist auf jeden Fall die Nase, die so krass hervorgehoben wird. Was tue ich so mit meinem Mund? Schreibt mir in den Kommentaren und sagt mir bitte erstens mal sowas wie, werd wieder gesund, Becky. Und dann sagt mir auf jeden Fall noch so, was ihr besonders toll findet an diesem Look. Und wenn ihr das jetzt ertragen habt, mein krasses random Make-up-Tutorial, müsst ihr hier unbedingt bei der Party vorbeigucken. Dann lasst mir gerne ein Abo da. Kommentar nicht vergessen. Danke, dass ihr das mit mir ertragen habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Alles Gute für die Zukunft und Pussy. Baba. Ja. Also kussecht ist er auf jeden Fall nicht.